Diese gelungene Yoga-Praxis hat aber nichts mit Aufwachen als Eintritt in Existenz und Tod und Aphanesis zu tun, sondern ist einfach der aus den Schlafreorganisationsphasen, aus der Rückkehr in den Ur-Uzerus des Urozeans herübergenommene Selbstsuggestions-, Reparations-, Simulationen der Selbstberuhigung, des Selbstausstiegs aus dem Realen in die phantasmierte Geborgenheitsrealität des Eis zurückzuführen.